Big Guns TV. Markus trainiert seine Kanonenkugeln. Wollen wir mal sehen, welche Übung er da macht. Ich glaube, es ist Kabelzug mit 12 Kilo. Nee, es sind sogar, doch, 12,5. Ja, das ist ein Grund, dass du vor der Kamera immer so leise bist. Ja, ich rede vor der damit, ja, du guckst die Videos ja nicht. Deswegen kann ich immer Scheißdreck erzählen. Okay, Markus, was ist hier der Zauber? Also, was ich gut finde an dem Seil zum Beispiel hier am Kabelzug, man kann das einmal als Hammercurl machen. Ja. Das mache ich auch gerne, ich mache immer gerne zwei Übungen in Kombination. Hier kann ich einmal den Hammercurl machen, den mache ich dann aber zum Schluss, weil der leichter ist. Vorher versuche ich reinzudrehen, wie bei einer Bizepsübung, mit einer Kurzhantel. Das heißt, ich ziehe hoch, drehe rein und wenn es nicht mehr weitergeht, dann mache ich halt nur noch diese Hammercurls. Ach, super, also gut. Ja, mal dreh noch mal rein. Gibt es da irgendwas zu beachten? Schiebst du den Ellbogen nach vorne oder? Das ist von der Bewegung her ähnlich wie mit einer Kurzhantel. Du gehst hoch und drehst dann rein. Versuchst mit dem Seil nach oben und nach außen zu kommen. Dadurch kriegst du dann die Bizepshöhe eher. Und wenn es nicht mehr geht, also eine leichtere Übung wäre dann die Variante, ohne das reinzudrehen, ziehst du nur an. Okay. Wie viele Wiederholungen machst du für Bizeps? Ich mache 10 und 10 hier jetzt zum Beispiel. Ach so, 20, sehr gut. Okay, ich zeig dir mal eine neue Übung, die ich gesehen habe auf YouTube. Und mal sehen, ob ich die hinkriege. Vielleicht lachst du dich ja kaputt. Nein. Nicht vor der Kamera. Okay, und du kannst mir mal sagen, wie die ist, ja? Achte mal drauf, dass ich im Bild bin. Und zwar ist das eine Übung von Vince Gironda. Und Vince Gironda ist ja der Trainer of the Champions gewesen, 50er, 60er, 70er Jahre. Sylvester Stallone war da, wie hieß er, Apollo Creed war da. Es gibt eine Geschichte über Vince Gironda, die soll so stimmen. Vielleicht kennen die Geschichte vielleicht besser oder haben die anders gehört. Soll wohl so gewesen sein, Joe Weider hat ja Arnold Schwarzenegger rübergeholt, ist dann mit Arnold Schwarzenegger zu Vince Gironda gefahren und hat zu Vince Gironda gesagt, hier, ich habe dir die österreichische Eiche mitgebracht und so. Und Vince Gironda hat den gar nicht angeguckt. So, und da fühlte sich Arnold so ein bisschen angepisst und Joe Weider auch. Und ey, wieso guckst du hier meinen Arnold nicht an und so. Und dann hat Vince Gironda gesagt, wer soll das sein? Das Einzige, was ich sehe, ist ein fettes Schwein. Also das war wohl so, dass die damals noch nicht so definiert waren. Und Gironda war ja immer so ein knüppelhart definierter, ja, Typ. Und der hat so ganz spezielle Übungen gemacht. Manche Sachen kann man echt nicht nachmachen. Also habe ich noch nicht geschafft. Und ich habe da eine so eine Bizepsübung gesehen. Da gucken dich die Leute an, als wenn du im UFO ausgestiegen bist. Aber hatten wir heute auch schon. Warp, genau. Mhm. Und ich zeig dir mal. Und du kannst dir mal sagen, was du dazu hältst, was du davon hältst. Und die Zuschauer natürlich auch. Guckt zu viel YouTube. Schon mal gut. Genau. Und das Wichtigste ist jetzt, man wirklich den Arm komplett streckt, geht so und zieht so rein. Und geht wieder runter, streckt den Arm komplett, geht hoch und curlt den Arm so rein. Geht runter, streckt den Arm aus, dreht sogar richtig runter und curlt so richtig rein. Geht wieder runter. Die meisten machen ja den SZ-Curl einfach so. Hoch und runter. Ja. Und bei diesem hier streckst du den Arm, gehst richtig runter und curlst nochmal durch, so ähnlich wie beim Konzentrationscurl. Durchstrecken, hochgehen und richtig reinkurlen. Und wieder durchstrecken, runter und richtig reinkurlen. Wie findest du? Ja, erstmal exotisch. Aber willst du mal machen? Ich mach die gleich, wenn die Kamera aus ist. Wenn die Kamera aus ist, ist zu viel Gewicht, ne? Ja, das sowieso. Wie fühlt sich das denn an? Was ist denn der Unterschied? Ich finde es total gut, ja? Weil du am Ende so reindrehst, wie so, okay, wie beim Sport. Und dieses nach hinten strecken? Ja, das habe ich nicht richtig raus, das ist, weil die Bizepssehne richtig zu strecken, den Arm richtig zu strecken, das ist so ähnlich wie beim, kennst du das Schrägbank-Curls, wenn, ja, klar, du so richtig runterhängst. Macht man ja auch extra, streckt die durch. Und aber kannst du das überhaupt? Ist dein Oberkörper dann nicht im Weg? Bitte? Ist dein Oberkörper dir dann nicht im Weg? Weil wenn du aufliegst, hast du ja keine Spannung mehr. Genau, also bei dem hier, da musst du wirklich so ein bisschen warten, mhm, und auch die Hände aufdrehen, ja, damit wirklich hier diese Dehnung kommt.
Und dieses Rein und so. Das kann ich mir gut vorstellen, dass es das viel bringt. Ja. Auch dieses nach vorne Lehnen ist ja wie ein Konzentrationscurl. Genau. Nur das, was ich nicht verstanden habe, ist dieses, wenn ich nach hinten gehe und versuche zu strecken, dann ist mir, glaube ich, mein Oberkörper im Weg. Das heißt, die Hantel liegt dann auf. Das ist dein Bauch oder dein Fink? Ja, beides. Beides wahrscheinlich. Je nachdem, wo ich hinhalte. Ja, vielleicht müsste man die vielleicht auch mal mit der Kurzhantel. Kurzhantel, glaube ich, ist es noch besser. So und dann ja. So reindrehen. Haben wir aber keine hier. Bleib mal dran. Professor, mach doch mit einem Kabelzug. Du hast das große Gewicht genommen. Nein, von der Seite mit dem einen Arm. So meinst du? Ja, das kannst du mit. Ja, und dann genau. So. Ja. Ist. Du hast besser in die Dehnung. Von der Streckung besser. Mhm. Willst du auch mal? Gleich. Zu viel Gewicht, ne? Ja. Krieg Markus nicht überredet, der will sich vor Kamera nicht blamieren. Deinen Titel hast du sicher, den haben wir gekauft. Ja, weiß ich. Na also. Welchen jetzt nochmal? Bis zur nächsten Übung, tschüss.